Bro, ich brauche dringend dein Telefon jetzt sofort. Nicht so laut, mach die Tür zu. Que passa, hombre? Besta. Ernesto Carlos. Was für ein Carlos? Hier ist K-Man, was geht? Hey, was geht? Was machst du? Wo bist du? Wo bist du? Was machst du? Ich bin im Knast, wo soll ich sonst sein? Oh ja, sorry, Mann, ich denk nie dran. Hör mal zu, Mann, ich muss hier raus. Ja, Bruder, ich weiß, das ist scheiße, aber jetzt sind doch schon 2 Jahre vorbei, Mann. 9 Monate, 10 Monate, das schaffst du auch. Nein. Ich muss hier raus. Jetzt, sofort. Oh, was ist los, Bruder? Was ist passiert? Ich hab hier einen Typen kennengelernt, sein Name ist Pedro. Er kommt aus Tijuana. Er wurde vom mexikanischen Kartell geschickt, um Rache auszuüben. Hier in Deutschland, Mann. Aber die haben ihn in eine Falle gestellt. Er wurde verhaftet, ist in den Knast gelandet und sitzt mit mir und hat mir die Geschichte erzählt. Und die wollen etwas von ihm haben. Und ich muss es finden, bevor die es finden, Mann. Ganz wichtig, ich muss es vorher finden. Was redest du da, Mann? Also ich soll jetzt dich aus dem Knast rausholen, wegen irgendeinem Stierkämpfer nach Tijuana fliegen und Krieg mit einem Drogenkartell führen oder was? Du verstehst mich nicht. Hier geht's nicht um irgendeine Kinderkacke. Ich mach keinen Spaß. Es geht um Millionen. Millionen? Millionen. Millionen. Ja. Bitte vertrau mir in dieser Sache einfach, okay? Ich kann nicht so lange quatschen. Regel draußen alles. Nimm per Brief mit mir Kontakt auf. Du kennst den Ghetto-Code. Das wird die Saga der Desperados, hombre. Die haben den Jungen seinen Kopf gefickt.